gefangen. Aus Angst vor chinesischen Posten marschierten die Flüchtlinge immer nachts durch die Eiseskälte. Nur die Sterne leuchteten ihnen den Weg und erst kurz vor dem Morgengrauen der neue Mond. Schwarz standen die Bergriesen vor einem dunklen Himmel. Nur hier und da waren Schneeflecken zu erahnen, Felswände und Wolkenfetzen. Sonam klopfte das Herz bis zum Hals. Stumm rannte sie hinter den Erwachsenen her. Die Angst lief ihr trotz der beißenden Kälte heiß den Rücken hinab. 6 Jahre alt war Sonam, sie ist meine Mutter. Da meine Großeltern Nonne und Mönch waren, befanden sie sich in großer Gefahr. Ihr Kloster wurde von chinesischen Soldaten überfallen und ausgeraubt. Auch im Dorf unterhalb des Klosters wüteten die Chinesen. Sie zerrten Adlige an den Haaren über den Dorfplatz und verprügelten sie, ließen sie Latrinen putzen, zerstörten ihre Häuser, raubten ihre heiligen Statuen und verteilten ihr Land. Wegen dieser Barbarei hatten sich meine Großmutter Künsang Wangmo und mein Großvater Tsering Döndup zusammen mit meiner Mutter Sonam Dölmer und ihrer 4-jährigen Schwester zur Flucht nach Indien entschlossen. Die Schuhe meiner Mutter waren alles andere als berg- oder wintertauglich. Mit ihren glatten Ledersohlen schlitterte sie bei jedem Schritt über den Schnee. Alle paar Meter geriet sie in Straucheln oder stürzte zu Boden. Sie wollte immer zu weinen, doch ihr fehlte die Zeit und auch die Kraft dazu, denn sie musste sich mit ihrem ganzen Willen darauf konzentrieren, weiterzukommen. Schritt für Schritt und Schneeloch für Schneeloch, das die Erwachsenen vor ihr in dem kaum sichtbaren Pfad hinterlassen hatten. Nur nicht zurückbleiben, denn das wäre ihr Ende. Instinktiv spürte meine Mutter das, als ob sie es schon immer gewusst hätte. Wunder, Freude und Trauer. Als Großmutter fühlte, dass sie bald ihr Kind zur Welt bringen würde,